Hallo Leute, da sind wir wieder bei Mass Effect 1. Wir sind ja da von diesem Sender da irgendwie mitgenommen worden. Und durften jetzt hier raus, haben mit den allen geredet. Also mit dem Captain, und jetzt sollen wir uns auf der Brücke melden. Aber vorher... Hey, Commander. Oh, mit dir will ich gar nicht reden eigentlich. Doktor, was gibt's? Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Persönliche Frage, Ende. Ja, nee. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Hast du irgendwas zu sagen? Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Das kannst du laut sagen, du. Ich hab ganz schön auf die Mütze bekommen. Was ist hier? Mit euch kann man nicht reden. Ihr seid Statisten, okay. Ja, dann werden wir uns jetzt doch nochmal mit Madame Ashley unterhalten. Da habe ich gar keine Lust drauf, bin ich ganz ehrlich. Oh Gott. Ja, ich bin nicht so der Fan von ihr. Hallo? Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Bedauern, Soldatentod? Naja. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Ja, du. Ich will doch, du hast es Sie verdient. Sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Oh, schleim Ich bin nicht froh, so, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ihre Einschätzung bedeutet mir eine Menge. Ich habe noch nie jemanden getroffen, dem der Sternorden von Terra verliehen wurde. Wie geht's dir? Warum fragt er, wie geht's dir? So gut kennst du die jetzt auch noch nicht, Shep. Warum duzt du die? Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ah ja, okay. Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Mission gescheitert? Naja, guter Job. Mission gescheitert. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Ja, herzlich willkommen. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander. Rutsch mir aber ja nicht auf die Pelle, ich mag dich nicht, Mädchen. So. Nee, wir müssen doch... Ach, die erste Normandy, die war noch ein bisschen anders. Ne? Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich... Ach ja, so... Wir sind jetzt... Oh. Ne, da ist die Sterne des Cockpit-Joker ist da vorne, oder? Da hat es 10 XP gegeben. Gibt's noch irgendwo was? An der Presley. Mit dir will ich jetzt auch nicht reden. Wir gehen jetzt einfach mal zu Joker. Zap-zrap hier. Joker... Mein liebster Charakter. Gutes Timing, Commander. Ja. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Na dann mach mal, Junge. Wollen wir mal schauen. Einfach genial, der Sound. Immer wieder, nach selbst so vielen Jahren. Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Ja, machen wir. Ist das nicht ein wunderschönes Schiff?
Okay, das war jetzt ein bisschen abrupt. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spekter außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat. Aber nicht vorher. Na prima. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Ja, natürlich. Sicher. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Der ist gefährlich. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Geh mir nicht auf die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, Sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Oh, na prima. Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Kann eine Weile dauern, ich verlaufe mich immer. Puh. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Ja, ich auch. So, jetzt hat's ein bisschen, was drücken Sie M? Ja, dann drücken wir mal M, sonst gibt es ja keine Ruhe. Also trotz Karte verlaufe ich mich. Sind mir das jetzt hier? Nee, das sind mir, oder? Nee, Avina. Hier sind wir. Ja, hier sind wir. Volo Elcor, Botschafter. Wo konnte man denn das hier... Na gut. Folgen Sie dem blinkenden Pfeil. Ja, immer mit der Ruhe. Hier gibt es mich noch was ein bisschen zu tun. Och, jetzt geht das wieder los. Ah, das kriege ich doch niemals hin. Gib's doch auf. Verdammt nochmal. Ich hasse diese Minispiele. Ich will das aber haben. Ja, dann gib mir... Oh. Bericht der Allianzpatrouille. Captain Hendrickson hat vor einigen ungewöhnlichen Energiesignalen während der Patrouille durch das Argos-Rohcluster berichtet. Hydra-System, bla bla bla, gib mal her. So. Hey, 20 Medigel hat das jetzt gekostet. Das ist nicht witzig. So, komm mal hier hin. Ich verstehe, was Sie sagen. Aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ach, hier ich kann ist nicht auch... einfach... Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Wer ist die Konsortin? Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Oh. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und Sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Kann man mit dir reden? Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Weiß ich nicht. Sprachgewohnheit? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen. Leichte offen Bewegen? Sprechend. Bei eurer Körpermasse? Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kalen? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Du bist doch nicht ganz bedauernd. Sauber. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, Din. Sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Bist ganz schön frech, Kleiner. Elcor? Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Shepard, der redet so langsam. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen.
Okay, Geschichte. Erzählen Sie mir mehr von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadell-Sektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadell. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadell zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Aha, und eure Kultur? Ich möchte gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen. Wir Elkor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Boah, ich mag auch keine plötzlichen Veränderungen. Botschafter? Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elkor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was! Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, denn diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. So ist es. Ich gehe dann mal. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadell. Puh, okay. Und du, kleiner Clown, müssen wir mit dir auch noch reden? Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Oh, komm jetzt. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn das Sie würde ich sich auch zumindest sagen. Vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Schlecht gelaunt? Botschaft? Was ist das für ein Ort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elkor. Okay. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Ach, jetzt tu dich so blöd. Und die Volos, was seid ihr? Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Du hast bloß keinen Bock zu reden, jetzt erzählst du es mir erst recht. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadell und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Na, das ist natürlich dumm, ne? Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volos. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Na gut, du bist ein bisschen schlecht gelaunt. Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadell. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Ah ja, jetzt komm mal, tu tadelnd nicht so. Zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Siehst du, da haben wir. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadell sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir das haben immer noch hören, keine oder? Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Oh, ich geh lieber, du gehst mir auf Geist. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Puh. Und mit dir? Nee, mit dir will ich jetzt nicht mehr. Will ich doch, du bist doch was. Du hast einen Namen, wir reden mal kurz. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Alles in Ordnung? Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Ja. Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst.
Was ist denn geschehen? Was hat die Asari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Oh, und wo finde ich sie? Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Doch, ich schon. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Hast du eine Ahnung, wie oft ich mich hier schon verlaufen habe? Ich kann das sehr wohl verfehlen. So, da war der Botschafter, dann gehen wir mal hier lang. Jedes Mal, in jedem Game sieht die verdammte Zitadelle anders aus. Ich mag sie, aber trotzdem sieht die immer anders aus. So. Empfangsdame? Komm mal her. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Da war ich schon. Standort? Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Avina? Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Zitadell. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Okay. Ja gut, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke. Ich gehe aber erst hier lang. Bevor wir zu Avina gehen. Wir haben heute den Diplomatietag. Was ist denn hier? Ist noch so ein Elkor? Ah, die Standorte müssen wir uns mal merken hier von diesen kleinen Dingern. Die werden irgendwie noch wichtig. Und das sind so viele. Codex. Nochmal Codex. Und du? Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Du sitzt ja nur da. Du machst doch gar nichts. Faules Pack. So. Hier oben ist auch noch was. Wollen wir mal gucken. Du bist... Können wir hier rumlaufen? Leichte Verstörung. Jetzt geht das wieder los. Der guckt nicht, oder? Wir gucken. Leichte Dechiffrierung. Guckt euch die Scheiße doch mal an. Ah, ich hab's geschafft. Diplomatische Warnung. Er wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger, bla bla bla. Ein biotischer Gefährte, du wurdest ausgewählt, diese Übertragung zu erhalten. Nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten wieder gut machen. Naja, wir nehmen das mal mit. So, dann reden wir mal noch mit ihm hier. Wir machen jetzt hier mal den ganzen Diplomatiestoß. Hopp. Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Sind wir uns schon begegnet? Nein, aber dennoch kenne ich Sie gut. Ich bin Executor Palin, der Chef der Zitadell-Sicherheit. Es ist mein Job, zu wissen, wenn jemand wie Sie auf der Zitadell ankommt. Okay. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Einstellung gegen Spectre, Zitadell, ach... Lass mich in Ruhe. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, Wiedersehen. Ich will mit dir nicht reden. Ich habe keine Lust. So, was ist hier? Das ist eine Bar. Diplomat? Was für ein seltsamer Ort. Das kannst du laut sagen. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Das hört sich echt rassistisch an. Nur mal so. Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Die Konsortin würde niemals Geheimnisse offenbaren. Natürlich nicht. Weil dann würde sie aus der nächsten Raumschleuse geworfen werden. Was wollen Sie? Oh, Commander. Ha, gerade nochmal, oder? Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Erzähl mal von der Konsortin. Was können Sie mir über die Asari-Konsortin sagen? Sie ist eine Asari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Okay, und wo ist sie? Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist das Büro von dem anderen. Okay. Ey, wir laufen hier schon wieder...
Wer bist denn du? Nassana? Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Du bist sehr arrogant. Pinsel. Und du? Barmann? Hallo, Commander. Was kann ich Ihnen anbieten? Ja, zum Beispiel? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Erzähl mal. Was ist denn hier so los? Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Okay. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja. Ach, hier ist auch noch so einer. Verdammt, den vergesse ich doch immer. Ich weiß es. So. Ich würde mal sagen, unseren Diplomatie-Part, den beenden wir jetzt. Wo müssen wir denn hier raus? Da lang, oder? Oh Gott. Ne, falsche Richtung. Verdammt nochmal. Mach mal die Tür auf hier. So. Haben wir jetzt die Botschaften hinter uns gelassen? Das war jetzt viel Gesabbel, ich weiß, aber Diplomatie ist Willkommen wichtig. Im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Na prima. Du bist durchsichtig. Wollen wir das noch ganz kurz machen? Ach komm, das machen wir jetzt noch. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Virtuelle Reiseleiterin? Was bedeutet das? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Nee, will ich verzichte. Nicht. Ja, gut. Es tut mir leid, wenn Sie meine Serviceleistung nicht als zufriedenstellend empfunden haben. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Zitadell Tourismus- und Besucherabteilung ein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir auch, ne? Vor allen Dingen wünsche ich es meinen Zuschauern. Ich würde sagen, das war jetzt lang genug gesabbelt hier. Oh, nee, je intensiver die, desto mehr Zielorte stehen Ihnen zur Verfügung. Oh Gott. Naja, das nächste Mal geht dann das große Verlaufen los, sage ich euch. Danke fürs Zuschauen. Wir haben den diplomatischen Akt hinter uns gebracht. Eure M070. Bye-bye.